Diese Geschwister werden bald vom Licht beansprucht. Oster, wir beanspruchen sie zuerst. Wir werden dem schlauesten Geschwisterteil von einem prophezeiten Kataklysmus erzählen. Wir werden ihre Angst nähren, ihren Stolz. Wir werden sagen, junge Saturne, das Ende naht. Ein großer Kataklysmus. Eine Gotteswelle. Im Himmel gibt es nur den Tod. Die Erlösung liegt in der Tiefe. Höre deine Schwestern hinunter. Deine Gerissenheit wird ihr Leben retten. Und du wirst wiedergeboren als Hexenkönigin. Sie wurden getäuscht. Die Schar wurde belogen. Der Part fängt doch schon mal ganz gut an. Direkt mit einer Cutscene durchgestartet. Ja, und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Destiny 2, die Hexenkönigin. Mittlerweile nähern wir uns auch schon dem Story-Finale oder vielmehr gesagt, das ist schon das Story-Finale. Aber nicht direkt der letzte Part von Destiny 2 selber. Natürlich wird es dann direkt mit der Kampagne Lightfall weitergehen. Und dann, ja, geht es dann nach Lightfall mit Final Shape weiter. Aber jetzt sind wir natürlich ein bisschen krass in die Zukunft gegangen. Ja, anscheinend hat der Zeuge Savathun getäuscht, so wie es ausschaut. Vielmehr gesagt, die strahlende Schar wurde getäuscht vom Zeugen. Wir haben ihn nämlich auch gerade noch reden gehört. Und ja, Ikora kam zu dem Entschluss, wie gesagt, die Schar wurde getäuscht. So. Allerdings würde ich noch gerne etwas mitnehmen wollen, vielleicht. Ich glaube, wir sind gut ausgestattet, ne, mit unseren Waffen, die wir sonst auch immer benutzen. Ja. Check nochmal kurz hier was auf Spezi-Munition. Vielleicht haben wir da noch das ein oder andere. Also ein Spurgewehr können wir eigentlich auch mal wieder mitnehmen, oder? Oder hier so eine Sniper oder so. Die will ich auch gerne... Obwohl, haben wir ja schon. Warte mal, die Witwe. Bist der Witwe. Na, hauen wir das darauf. So. Gut. So, dann sprechen wir mal mit Ikora Ray. Was hat die denn für uns? Vielleicht werde ich noch so ein paar After-Missionen machen, also After-Story-Content, wie zum Beispiel noch ein paar Exotics oder so, die es noch durch dieses DLC gibt. Oder halt die Mission in der Sumpfpyramide. Wenn du willst, dass wir dir vertrauen. Die Schargöttin der Lügen wurde also belogen. Das ändert alles. Naja, nicht alles. Wir können nicht zulassen, dass Savathun den Reisenden wegsperrt. Das Ritual hat bereits begonnen. Wir müssen uns beeilen. Oh, was? Savathun mag eine Auserwählte des Reisenden sein, aber sie stützt sich immer noch auf Tricks, die sie vom Zeugen gelernt hat. Bring den Wurm zu Savathuns Festung. Ich komme nach, sobald ich mich erholt habe. Warte, bis du im Herzen des Rituals bist, dann entfessle die Erinnerung. Das sollte zur Destabilisierung reichen und den Reisenden aus ihren Fängen holen. Denk daran, Hüter. Savathuns Strategie fußt darauf, mehr zu wissen als alle anderen. Auf ihrem Talent zu lügen und Verwirrung zu stiften.
Doch jetzt können wir den Spieß umdrehen. Ikora glaubt, dass das Geheimnis, das du vom Wurm Ahn erfahren hast, der Schlüssel ist, um das Ritual zu stoppen, mit dem Savatun den Reisenden in ihre Thronwelt ziehen will. Diese Information könnte genügen, um sie aus der Bahn zu werfen. Aber du musst Savatun selbst die Erinnerung offenbaren. Während ihr sprecht, beginnt das Ritual bereits. Schließe die Mission, das Ritual in der Thronwelt ab. Dementsprechend auch die letzte Mission der Kampagne. So, irgendwas wollte ich jetzt gerade. Genau, die Fuchtkünstlergranate haben wir hier. Ich gehe mal wieder auf meinen Sturmbeschwörer zurück. Na, eine Arkusseele haben wir schon. Sturmgranate. Was haben wir hier sonst? Impulsgranate. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf der Thronwelt wieder. Und starten. Obwohl, warte mal, können wir ja auch vom Hub aus, ne? Ja, Tatsache. Dann bis gleich. Der Reisende. Ikora, der Reisende ist bereits hier. Ich glaube, wir sind zu spät. Wir befinden uns im Reich der Göttin der Lügen. Die Dinge sind nie das, was sie zu sein scheinen. Es ist noch nicht zu spät. Ich kann es spüren. Eieieiei. Jetzt, wo der Reisende sieht, was Sabaton tut, warum nimmt er ihr das Licht nicht weg? Warum lässt er das einfach geschehen? Ich weiß nicht warum. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Aber wir wissen, was wir tun müssen, um die letzte Stadt zu schützen. Haltet das Ritual auf. Schützt unsere Verbindung zum Licht. Die Menschheit braucht euch. Euch beide. Der Hohn strömt wegen des Rituals in die Festung. Die Schar ruft schwere Verstärkungen aus dem Portal herbei. Das wird uns den Weg in die Festung versperren. Haltet die Schar und den Hohn so lange ihr könnt auf und überlasst mir das Portal. Ich bin schon auf dem Weg. Tja, da haben wir ja jetzt ein bisschen zu tun, ne? Ich mit dem. Mal wieder so eine Cutter-Hexe hier. Aber ich habe eine gute Antwort drauf. So, Ikora. Oh. Da kommt was Großes raus. Nicht schießen, Hüter. Das regle ich. Yo. Weiter. Ich ziehe das Feuer auf mich. Alles, was im Moment zählt, ist der Reisende. Was immer ihr hört. Was immer ihr seht, konzentriert euch darauf, das Ritual zu stoppen. Na dann ab dafür. Das Finale steht an. Gegen Savatun. Der Hohn trifft zu Hunderten ein. Das Ritual muss immer stärker werden. Denk an den Plan, Peter. Halte das Ritual mit allem auf, was nötig ist. Ohne das Licht ist die letzte Stadt schutzlos.
Oh oh. Und welcher so. Und seinen Geist gleich mit. Das Ritual findet auf der Festungsspitze statt. Wir müssen einen Weg hinauffinden. Warte mal, kann ich da noch was reinschmeißen? Nee. Habe ich nicht genug Energie für. So, weiter geht's. Ah, jetzt kommt dieser Dreck. Sowas hier. Jetzt kommt hier wieder dieser ganze Symbolkram. Müssen wir uns merken. Und in den Spiegel müssen wir dann reinspringen. Dann haben wir den Burger, das komische A und keine Ahnung. Erstmal müssen wir den hier zerstören. Schon mal zerschießen. Ich glaube, wir müssen hier mehrere kaputt machen als nur den einen. So. Schon mal das zweite Symbol freigeschaltet. So, jetzt müssen wir natürlich nach den richtigen Symbolen Ausschau halten. Nee, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Ach, guck mal, hier schon wieder so ein scheiß Kreischer. Nein, das ist es auch nicht. Das muss weiter vorne sein. Nee, das ist falsch. Das haben wir auch nicht. Das hier haben wir. Und das dürfen wir da jetzt schön reinsmacken. Ab dafür! Jetzt nur noch auf die andere Seite und dann ist das Schild von dieser Hexe down. Okay, die haben wir. Zweimal die und einmal die Spinne.
So. So, jetzt sind alle drei Kristalle abgeschossen. Nee, hier ist auf jeden Fall nicht das Richtige. Das ist auch nicht richtig. Da drüben ist aber auch noch ein Spiegel. Nee, dreimal die Spinne ist das. Ja, das ist richtig. So. Schnappen wir uns die Kugel. Und dann wird das Schild von dieser Hexe erstmal zerstört. Oh, und by the way, ich habe vergessen, den einen Kristall abzuschießen. Passt. Kann auch das Licht einsetzen. Wow. Komm. Gott, ey, was war denn das jetzt gerade für ein Scheiß? War ja mal richtig stupid as fuck. Na, jetzt ist so ein bisschen die Powergrenze erreicht worden für den kleinen Loot. Ja, geht schon langsam los. So. Weiter geht's. Oh, ein Aufzug. Wieso ist da unten eigentlich so ein Spiegel? Du bist zurück. Was für eine Überraschung. Nur ein Scherz. Diese Thronwelt ist von meinem eigenen Bewusstsein nicht zu unterscheiden, Hüter. Jeder Schritt, jede abgefeuerte Kugel, jeder geflüsterte Gedanke. Ich merke mir alles. Vergiss das nicht.
Das war alles? Sind wir fertig? Sehr gut. Ah, warte mal, ist hier vielleicht irgendwie so eine Motte oder so versteckt? Kann ja manchmal durchaus sein, aber ich weiß nicht, ob man die in Story-Missionen findet. Na ja, ab dafür. Das ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Und die Glocken ertönen. Das heißt, es ist soweit. Yo! Ich hoffe, die erschlägt mich nicht, wenn wir hier hochgehen. Ich bin so froh, dass du hier bist, um das zu sehen. Wir rechnen jetzt ab, Savathun. Hat sie erstmal eine leere Ulti eingesetzt, ja geil. Ein bisschen mit der Hammerhead nachhelfen. Und sie macht einen Rückzug. Ja. Und holt jetzt einige Lichtträger. Gut, da kann ich, habe ich aber auch noch mal was zu melden. Savathun, du bist eine miese Sau. Jo. Alter! Da ist der Geist. Und wir können uns nicht bewegen. Nicht irgendwann satt. Willst du nicht ausbrechen?
Na, ja, und da hinten wartet sie wieder auf uns. Zugeständnisse? Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Du und deine Geschwister, ihr habt meine Freunde getötet. Ich erinnere mich an Oryx und die Besessenen. Ich werde nie vergessen, was mit Sagira passiert ist, mit Osiris. Ich würde eher sterben, bevor ich mich entschließen würde, der Schar zu helfen. Yo, Geist, chill mal ein bisschen. Das ist doch die Insel, die wir dort in der einen Erinnerung gesehen haben, ne? Tja, das war jetzt nur die erste Phase des Bosskampfes. Es gibt nämlich eine zweite Phase. Jo, und sie nimmt kaum Damage. Oha. Und sie holt einfach mal eine Ulti nach der anderen raus. Jo, was hat der Reisende da bitte gemacht? Anscheinend hat das nicht gereicht. Ich glaube, sie hat hier noch so einen dritten. Und natürlich hat sie jetzt erstmal ihrer ganzen Ätz herauf beschwört, diese blöde Kuh. Ja, hier ist noch was, was wir übersehen haben. Wow. Ab dafür. Zauber. Savatun spinnt ein Netz um den Reisenden. Wir müssen ihn befreien. Die Fesseln stammen von diesem Turm. Wir müssen einen Weg finden, sie zu erreichen. Was glaubt ihr, was ihr ausrichten könnt? Ihr könnt das nicht verhindern. Ich weiß, dass das eurer Natur widerspricht. Aber ihr könnt trotzdem mit Anstand verlieren. Und das dürfen wir auch öfters machen.
Erinnerung, Hüter. Da hinten ist ein Pyramidenschiff. Sehe ich gerade. Diese Geschwister werden bald vom Licht beansprucht. Außer wir beanspruchen sie zuerst. Was ist das? Wie habt ihr... Wir werden dem schlauesten Geschwisterteil von einem prophezeiten Kataklysmus erzählen. Nein. Nein, das ist nicht passiert. Der Reisende kam nie zu uns. Wir waren gezwungen, die Tiefe zu wählen. Wie konnte mir das entgehen? Jetzt wollt ihr also Spiele spielen. Dann spielen wir. Na, macht sie jetzt ernst? Na, jetzt nimmt sie aber auch ordentlich Damage. Müssen wir wieder ein Ritual stören. Der Zauber ist fast gebrochen. So, dann kümmern wir uns mal um die nächsten. Ah, jetzt heißt es natürlich klettern. Physics? Moin! So, jetzt. Du bist jetzt also der Experte? Der Experte für mich? Für Lügen? Glaubst du das wirklich? Jetzt ist die nächste Hexe fällig. Die Projektion, die schalten wir mal eben auch nochmal aus. Nimmt aber. Alter, diese scheiß leibeigenen Sprenger. Solche Mistviecher.
Nochmal der Wurm. Wir werden ihre Angst nähren. Ihren Stolz. Also gut. Du weißt so vieles? Dann sag mir, wer ich bin. So, jetzt kommt der richtige Kampf gegen ihr. Jetzt geht sie an den Kragen und wir haben einen Buff, der nicht lange halten wird. Also Savathun, komm raus. Kann sie so stark sein? Bloß raus hier. Alter, 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 Alter. Die Hexen hier müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Da kriegen wir nämlich den Buff nämlich wieder her. Eine gibt's noch. So, und jetzt geht's ja an den Kragen. Und sie ist natürlich erstmal immun. Jo. Alter, 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 Alter. Hört doch mal auf, mich von der Seite abzuschießen, ihr Fotzköpfe. Leibeigene, macht euch vom Acker. Für eure komische Brutmutter abknallen, Mann. Und raus hier. Oh Mann, diese Hexe rotzt mich auch noch mit ihrem Gestank voll, Alter. Miese Sau. Leibeigene sind auch richtig ätzende Viecher. Oh Mann, du miese Sau. Mach's Maul zu, stinkt. So, ab dafür, Savathun, jetzt bin ich wieder dran. Hey, ab dafür. Und nochmal eine schöne Granate. Und natürlich muss ich nachladen, man kennt ihn. Ja, hallo, ich häng fest. Mensch. Ey, Mann, was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße hier? Ey, Mann, das läuft ja hier gerade mehr als perfekt. Ich halte jetzt sowas von drauf, Alter. Ich halte sowas von drauf jetzt. Oder auch nicht. Komm, die kriegen wir. Ja! Schaltet zuerst ihre Unterstützung aus. Ja, das kommt ein bisschen spät. Sieh mal an. Ich habe mich verkalkuliert. Genau wie du, Hüter. Du hast den Reisenden so gut beschützt, dass du verhindert hast, dass ich ihn rette. Aber der Zeuge kommt. Ihr könnt das Spiel jetzt spielen. Und gewinnen oder verlieren. Sag nur nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.
Nein. Wo ist Ihr Geist hin? Hüter, ich habe es gerade erfahren. Der Reisende ist zurück in der letzten Stadt. Ist es geschafft? Ist Savatun? Sie ist tot. Aber Ihr Geist ist entkommen. Das genügt. Haltet eure Position. Die Verborgenen kommen, um die Überreste zu sichern. Gute Arbeit, Hüter. Du hast das Richtige getan. Und jetzt? Jetzt bereiten wir uns auf den Zeugen vor und verhindern den nächsten Untergang. Viele Male zuvor. Genug. Genug Tod. Genug Leben. Du hast keine Spielfiguren mehr. Das Spiel ist vorbei. Hab keine Angst. Dein bleiches Herz. Den Schlüssel. Dieses Mal gibt es kein Entkommen. Kommt da noch was? An Cutscenes oder so? Ah, ich kann da noch mal ein bisschen reden. Eieieiei. Savatun ist zwar tot, aber ihr Geist entkommen und der Zeuge ist eingetroffen. Oder vielmehr gesagt, er wird eintreffen im nächsten DLC. Aber erstmal zurück zum Mars. Oh, alter Schwede, der Kampf war ja jetzt natürlich ganz schön... krass, auch ganz schön lang. Das sieht man ja jetzt auch an der Länge dieses Parts. Aber ja, so ist halt nun mal ein Finale. Auch wenn es, glaube ich... Nee, warte mal, Forsaken war, glaube ich, das längste sogar. Aber da habe ich alles in eins durchgemacht geführt. Also 5 Parts und jeder Part ging fast eine Stunde, wenn nicht sogar eine Stunde, sogar schon drüber. Ja, und... Shadowkeep war ja jetzt kein großartiges Finale und ja, Beyond Light ebenso wenig. Aber das hier war schon echt krass. Aber reden wir erstmal mit Ikora. Hüter, sicher kennst du die Geschichten. Wenn nach dem Sieg über das Böse der Himmel aufgeht und der Menschheit Frieden bringt, Savatun ist tot. Aber ich habe nichts dergleichen gesehen. Stattdessen ist Imaru am Leben, plant seine Rückkehr und der Hohn und die Schar kämpfen um die Vorherrschaft in der Thronwelt. Und irgendwo in den Sternen spielt dieser Zeuge mit uns und will das vollenden, was er vor langer Zeit begann. Ich weiß, wir sind der Vernichtung schon früher entgangen. Ich muss daran glauben, dass wir es wieder schaffen. Selbst Mara Soth, die Königin der Erwachten, glaubt daran. Deshalb ist sie hier und verlangt nach dir. So sehr es mir zuwider ist, dich ihrer Unberechenbarkeit auszusetzen, wir brauchen ihre Hilfe mehr denn je. Geh, hilf der Königin. Sie könnte im kommenden Krieg unsere wertvollste Verbündete sein. Ja. Nach Savatuns Tod will Ikora nun deine Hilfe. Um ein paar offene Fragen über den Zeugen zu beantworten. Königin Mara Soth hat dich
zu sich bestellt und Ikora vermutet, dass sie entscheidende Informationen für dich hat. Triff Mara Soth, die Königin der Erwachten, beim Relikt. Und das ist nämlich auch schon die Exotic Quest. Und haben damit die Hexenkönigin beendet. Und haben übrigens auch einen neuen Bauplan freigeschaltet. Für eine Exotic. Die ist gar nicht mal so ohne. Die wird uns auf jeden Fall im nächsten Kampf sehr, sehr hilfreich erscheinen. Die stellen wir jetzt auch nochmal schnell her. Ich denke mal, den Part werde ich wahrscheinlich auch über eine Stunde überziehen müssen. Ist aber nicht schlimm. So, die stellen wir mal schön her. Die kann man natürlich noch schön erweitern. Ah, hier geht noch nichts. Und herstellen kann ich sie zum Glück auch. So. Dann gehen wir nochmal nach Mara Soth. Die hat noch was für uns zu tun. Eine Cutscene. Okay. Der gleiche Parasit, der einst die Hexenkönigin selbst plagte. Königin Mara, schön euch zu sehen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Dieser Parasit kämpft um sein Leben. Was nützt uns der sterbende Wurm von Savatun? Dieser Parasit ist eine Chance, um aus dem größten Versagen der Menschheit zu lernen. Unserem Untergang. Aber nicht nur unserem. Dieser Tag war ebenso ein Misserfolg für den Zeug. Geht es euch gut? Sicher. Wie ich schon sagte, unser Untergang war ebenso ein Misserfolg für den Zeugen und seine Anhänger. Einschließlich Savatun. Savatun war dort? Im Namen des Zeugen. Aber etwas verhinderte das Ende der Menschheit. Etwas, das Savatun bekannt ist und... Ihrem Wurm. Er braucht Kraft und einen neuen Wirt, um zu überleben und seine Geheimnisse zu lüften. Aber das ist ein Todesurteil. Für die meisten, ja. Aber die Königin der Erwachten kann es riskieren. Ah ja. Das ist dann die Exo-Mission für den Granatwerfer, den Parasit. Ich glaube, den... Ja, das würde ich dann separat machen. So, Leute, der Part ist jetzt auch wirklich, wirklich lang genug gegangen. Ich werde mich auf jeden Fall kurz fassen zu der Kampagne. Generell zu dem DLC Hexenkönigin. Es ist auf jeden Fall nach Beyond Light und Shadowkeep ein sehr gutes DLC. Die Story ist auf jeden Fall voll okay. Also würde ich sagen eine 7 von 10 oder 8 von 10 besser. Allein auch die Endcutscene nach der Kampagne mit dem Zeugen, Spannung pur, damals verspürt, als ich das erste Mal das DLC gezockt hatte. Man will ja wissen, wie es weitergeht. Neben Forsaken auf jeden Fall das zweitstärkste DLC, auf jeden Fall. Oder? Also ich würde definitiv Hexenkönigin auf den zweiten packen und Forsaken auf den dritten. Den ersten Platz können sich wahrscheinlich schon viele denken. Brauche ich eigentlich auch gar nicht so krass geheim halten.
The Final Shape ist meiner Meinung nach das beste DLC, was jemals für Destiny 2 rausgekommen ist. Aber das werde ich dann noch am Ende von der Kampagne zu Final Shape ebenfalls erwähnen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist, wie gesagt, die Hexenkönigin ein sehr, sehr geiles DLC. Schöne, es ist auf jeden Fall eine richtig coole oh Gott. Ein richtig cooler Zielort. Es gibt viel zu tun. Oder es gab viel zu tun. Gut, jetzt wurde es halt viel gecuttet. Ne? Aufgrund dessen, weil das DLC auch nicht mehr so aktuell ist. Oder gefühlt gar nicht mehr. Aber der Seasonal Content, der danach kam, ja gut, da habe ich halt den meisten Kram verpasst. Ja, aber gut, das ist jetzt natürlich nicht so wichtig. Naja, gut. Was haltet ihr von dem DLC? Findet ihr das geil? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Und ich würde mich dementsprechend auch nochmal für einen Like auf dieses Video freuen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt zu Destiny 2 oder meinen anderen Videos, abonniert den Kanal. Lohnt sich auf jeden Fall, ist kostenlos und freiwillig. Glocke aktivieren, um benachrichtigt zu werden, dass eine neue Folge Destiny 2 oder von meinen anderen Projekten ein neues Video am Stissel ist. Schaut auf jeden Fall bei meinen anderen Kram vorbei. Da findet ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Abwechslung. Ja, und bis hierhin bedanke ich mich. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch etwas. Und dann sehen wir uns in der Lightfall-Kampagne wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.